Hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute habe ich eine ganz besondere Beton-Deko-Schale mit vielen Ästen, mit Windlicht oder Vase im Inneren und diesmal im Herbstlook mit viel Materialien von zu Hause, Naturmaterialien und wie einfach das geht und wie toll das wirkt mit einer kleinen indirekten Beleuchtung, das möchte ich dir ganz gerne zeigen. Ich mache nochmals Licht an, dass man ein bisschen mehr sieht. Und als Tipp, damit die Betonschale nicht scheuert, entweder ein Holzteller unten drunter oder aus Filz in Kreis geschnitten und den mit Silikon oder Heißkleber angeklebt. Und so toll wirkt diese Betonschale mit Ästen und Material aus der Natur. Und natürlich einem wunderschönen Einblick ins Innere mit dem Windlicht. Wir kommen nun zum Grundrezept für unseren Beton. Dazu erst noch mal ein paar Sicherheitshinweise, obwohl ich da auch schon einen lustigen Kommentar gekriegt habe. Ohne Schutzanzug und Atemmaske sollten wir es wohl nicht machen. Wie alt bin ich jetzt geworden, ohne das zu machen? Mir ist es wichtig, war der Kommentar. Mir ist es wichtig, dass ihr das wisst. Natürlich könnt ihr machen, wie ihr dann das möchtet, aber es ist Zement, es ist schädlich für die Augen, für die Atmung und überhaupt für die Gesundheit. Ich trage dabei Handschuhe, vor allen Dingen, ich habe jetzt eine Wunde an der Hand, da darf auf gar keinen Fall Zement reinkommen. Dann ein großes Gefäß, am besten einfach so einen Atemschutz, damit der Zementstaub, wenn wir ihn umfüllen, wirklich nicht Nase, Mund kommt. Eine Schutzbrille, wenn ihr habt. Vorsichtig arbeiten beim Anmischen. Je langsamer ihr das macht und Vorsicht, desto weniger Staub gibt es. Und wenn es dann erstmal angemischt ist, dann ist es auch okay. Natürlich darf es weder in die Augen noch gegessen werden, wenn kleine Kinder da sind. Mir ist es wichtig, das zu erwähnen. Wie es dann jeder macht, ist seine Sache. Aber so weiß man es. Wenn man vorher noch nicht mit Zement umgegangen ist und Beton gemacht hat, denke ich, ist es schon wichtig, dass man das weiß. Es kommt jetzt darauf an, wie groß euer Gefäß, eure Deko werden soll. Danach müsst ihr ungefähr den Beton anmischen von der Menge her. Man kann aber auch nochmal nachmischen, weil ich etwas normales Spülmittel mit reinmache. Warum? Erstmal kann man den Beton wesentlich länger bearbeiten, weil das Spülmittel verändert die Wasseroberfläche, die Spannung und es trocknet nicht so schnell weg. Man kann mal schneller, länger mit arbeiten, also ganz normales Spülmittel mit rein. Und das ist keine Werbung dafür, das war günstig, das ist gut hierfür und das ist der einzigste Grund und selber bezahlt ist es auch. So, ich nehme mir als Maß immer eine Dose und davon nehme ich jetzt doppelt so viel Sand, wie ich Zement nehme. Also, ich fange an anzumischen und dann nehme ich zwei große Dosen, das ist jetzt ein Liter Sand. Welcher Sand? Ich nehme am liebsten den Sand für den Sandkasten, den man im Baumarkt bekommt. Der ist günstig, den kann ich gut transportieren in dem Gebinde und der ist sehr fein. Je feiner der Sand ist, desto schöner wird der Beton, desto feiner von der Oberfläche. Und wie gesagt, der ist günstig, der kostet mich 25 Kilo, meine ich, 2,49 Euro und im Angebot 1,99 Euro. Bei dem Zement nehme ich auch ganz normal den billigen Zement für den Bau und der kostet mich um die 3 Euro ein ganzer Sack. Und da mache ich jetzt dann nochmal eine Dose Zement hinein. Jetzt den Zement und den Sand mal ganz vorsichtig miteinander durchmischen. Es ist wichtig, dass der Sand trocken ist. Wenn er noch feucht ist, wenn ihr ihn gekauft habt, nehme ich ganz gern beim schönen Tag ein großes altes Betttuch, mache den Sand drauf, lasse ihn trocknen und gut ist es. Und dann tue ich ihn in eine große Tonne aus Kunststoff. Das war früher die Wickeltonne von meinen kleinen Kindern. Und dann passt das auch. Also für die Windeln. Und das ist ein Deckel drauf und das ist super.
So, beim Engt ist es gut. Das muss vorsichtig passieren. So, jetzt kommt als nächstes etwa ein Schnapsgläschen voll, wenn man sich's vorstellen möchte, Spülmittel hinein. Und dann muss man gucken, wie viel Wasser. Es kommt darauf an, wie viel ihr angemischt habt, wie groß euer Werkstück sein soll. Ich fange immer an mit ein bisschen Wasser, also eine halbe Dose etwa. Mischt durch und dann muss der Beton so sein wie zähflüssiger Kuchenteig. Das ist ganz wichtig. Oh, irgendwie gelandet. So, ungefähr so viel wie ein kleines Schnapsgläschen voll. So. Dann daraufhin einfach, wie gesagt, bei mir jetzt eine halbe Dose Wasser. Und dann gut vermengen, bis es ungefähr so ist wie ein zähflüssiger Kuchenteig. Das zeige ich dann daran. So, das ist jetzt gut durchgemengt. Und das ist so wie so eine Matschepampe. Das ist so genau richtig. Wenn das nicht so ist, gar kein Problem. Entweder mehr Wasser. Ich habe jetzt insgesamt eine Dose drin, weil ich fange immer langsam an. Jeder Sand zieht ein bisschen anders und dann fange ich immer langsam an. So, ist es einfach zu flüssig, dann einfach noch mal eine halbe Dose Sand dazu, das verträgt es. Und ist es viel zu flüssig, dann einfach eine Dose Sand und noch ein bisschen Zement dazu. So, gut mischen und dann geht es weiter mit unserem Werkstück. Ich habe hierfür einen großen Eimer, der ganz gerade ist, ohne Rillen. Sonst kriegt er nämlich nachher das Dekosteil nicht raus. Dazu als Mittelteil für dann das Dekoglas, was eingesetzt werden soll, einen kleineren Eimer. Und den habe ich beschwert mit Sand, damit der gut hält. Wichtig, ganz wichtig, es muss jetzt eingeölt werden. Dazu nehme ich einfach so ein Glas. Dann habe ich ein Stück von meinem Aufwaschschwamm abgeschnitten. Da ist stinknormales Haushaltsöl drin, Sonnenblumenöl hier im Moment. Und dann schön einreiben. Desto einfacher geht es dann wieder raus. Das ist ganz wichtig. Und nicht nur der große Eimer, sondern natürlich auch der kleine. Vorteil hierbei ist es, wenn es wirklich nicht rausgehen möchte, wenn ihr vielleicht doch eine Rille übersehen habt, dann hängt das. Dann kann man die Plastikeimerchen einfach aufschneiden und Stückchen für Stückchen rausziehen. Das würde mit einer Glasvase oder so, mit dem Wind nicht was reinkommt, nicht funktionieren. Und das ist so eine ganz gute Größe. Dann kann man Einmachglas reinmachen, in Windlicht, in großes Gurkenglas. Das funktioniert. So, Vorbereitungen sind getroffen. Es ist alles eingeölt. Und jetzt nehme ich ganz gerne so eine Schaufel aus dem Sandkasten und mache den Beton rein. Eine schöne, hohe Betonsohle brauchen wir. Bestimmt 8 bis 10 cm. Das füllen wir ein durch das Spülmittel, können wir uns Zeit lassen. Zum Verarbeiten, weil wir brauchen auch jetzt noch eine ganze Ecke Äste. Was für Äste? Ich habe meinen Apfelbaum geschnitten und andere Bäume und davon habe ich mir dann die größeren Äste abgeschnitten. Unterschiedliche Längen, unterschiedliche Stärken. Und die sind prima dafür. So. Jetzt, Achtung, Kamera, den Eimer wirklich aufklopfen. Allen Ernstes wird die Kamera ausgegangen, damit die Luftblasen so rauskommen. Ich habe jetzt schon mal ein paar Äste reingemacht. Die können ruhig noch kleine Äste rundherum haben, unterschiedliche Dicke, unterschiedliche Stärke, unterschiedliche Länge. Und wenn die so kleine Ästchen haben, ist es ganz gut sogar, weil die sich miteinander dann verzahnen. Schön den Eimer freilassen, dass wir ihn nachher rausziehen können. Ich habe wirklich ganz dicke Äste
und dünnere und die kommen jetzt wirklich rundherum. Der Eimer hilft uns dabei, weil er ziemlich hoch ist und stützt die Äste rundherum. Und dann werden die rundherum eingesetzt in den Beton, bisschen auch mal nachgeklopft, damit die Oberfläche wieder schöner wird und dann muss es trocknen. Mindestens 4-5 Tage würde ich es sitzen lassen und dann kommt es erst raus. So, lang genug getrocknet hat es jetzt. Jetzt geht man in den Innenbereich und drückt das Kunststoffgefäß einfach mal in sich ein bisschen zusammen. Und dann rüttelt man und schüttelt man ein bisschen und irgendwann löst es sich. Erst immer das Innengefäß und dann am besten mit einer zweiten Hand Kopf über das Gefäß mit den Ästen. Das dauert schon immer ein bisschen, aber wenn man so hin und her drückt, gerade diese Kunststoffgefäße, hat man es dann schnell raus. So, und dann hat man ein akkurates Loch fürs Windlicht, fürs Glas oder so. Ich habe jetzt keine zweiten Hände, also kippe ich das erstmal auf die Seite. Dann rolle ich es und schüttle ich es ein bisschen und dann fällt das auch langsam raus. Am besten ist es halt kopfüber, aber da muss noch jemand zufassen, sonst würden ja die Äste abbrechen, wenn das mit Gewalt dann runterrutscht. Einer hält an den Eimer und der andere zieht ein klein wenig an den Ästen und hält es dann dran fest. So, als weiteres habe ich dann jetzt dafür die Form, die getrocknet war, so eine große Grabschale, Dekoschale. Und ich möchte es ganz gern rund haben auf der Seite. Du kannst es natürlich auch gerade belassen und diesen Schritt einfach auslassen. Dazu nehme ich jetzt diese Form und fülle die aus mit einer Plastiktüte, weil ich möchte gerne Struktur haben wie Holz, wie Rinde. Und dann mische ich mir nochmal Beton an, nachdem die Folie drauf ist. Und zwar musst du gucken, wie groß deine Schale ist. Kann auch sein, dass du nochmal extra Beton machen musst. Und dazu habe ich dann 3 Dosen Sand, eine Dose Zement und mache es ein bisschen flüssiger als wie die erste Mischung, die wir gemacht haben. Und gieße das dann hier rein, erstmal die Hälfte und setze dann die erste Dekoform, die gelöst ist aus der Form mit den geraden Wänden und den Ästen, hier rein. Bis das, und dann fülle ich auch, bis die Ränder komplett auf gleicher Höhe sind, weil ich gern dieses Runde haben will. Das ging nicht gleich, weil wir mussten ja irgendwo eine Anliegefläche für die Äste haben. Deswegen mache ich das jetzt nochmal extra in der zweiten Schale. Das ist auch ein Tipp, falls hier beim ersten bei der ersten Dekoform eventuell ein Riss entstanden ist, wenn dir eine Ecke ausgebrochen ist und so. Nicht wegwerfen, das ist so ein Rettungstipp nochmal, kann man machen. Nicht nur, damit es schön aussieht als Deko, sondern auch zum Retten deiner Figuren im Allgemeinen. Also wenn mal wirklich was kaputt geht, man kann es nochmal größer in eine zweite Form dann setzen und nochmal gut stabilisieren. Aber dann muss am Boden mindestens 3 cm sein, frischer Beton und die Ränder nochmal 4 cm. Hier kann es auch ein bisschen weniger sein, weil ich einfach nur die Dekoform anders haben möchte. Und das mache ich jetzt. So, ich habe es jetzt an der Tüte herausgezogen. Das passt prima, also vom Gewicht her. Es ist nur ganz hilfreich, wenn jemand dazukommt, hält die Schale unten und man zieht es raus. So ist es jetzt mit der Struktur ganz toll und ich habe halt diesen Kegel unten, also das Abgerundete, was mir so wahnsinnig gut gefällt. So, nachdem die Schale jetzt gut getrocknet ist, nehme ich als erstes eine Lichterkette. Meine ist jetzt mit Batterie, du kannst aber auch gerne andere nehmen. Auf jeden Fall LED. Warum LED? Weil alle anderen werden heiß. Und dann kann es brennen, das Dekomaterial. Und das ist viel zu gefährlich, LED geht. Man kann auch gern diese mit Draht nehmen. Dann kann man die so schön um die Äste rumwickeln, als indirekte Beleuchtung. Wenn wir sie mal vorher auseinander gemacht hätten. Meine hat noch eine Zeitschaltuhr, finde ich immer ganz toll. 6 Stunden ist die an, die übrigen 18 Stunden aus. Und dann schaltet sich's zu der Uhrzeit an, wo du es das erste Mal angemacht hast. Ich mache es meistens nachmittags an, damit das schon so ein bisschen beleuchtet ist. Und dann wickele ich es erstmal ein bisschen um die Äste rum als indirekte Beleuchtung.
Und wie gesagt, durch den Draht kann man es wirklich ganz toll schlingen und so festmachen, dass ich eine ganz tolle Lichtquelle habe. Wir gucken uns das dann auch noch mal an, wenn es ein bisschen dunkler ist. So, jetzt kommt das Kerzenglas hinein. Wenn man eine dicke Kerze hat, empfiehlt es sich, unten ein bisschen Sand reinzumachen. Wenn dann nämlich das Wachs auseinanderläuft, dann kann man es gut wieder rausmachen. So, und jetzt habe ich einfach Naturmaterialien, und zwar von meiner Hortensie, die Blüten. Man kann getrocknete nehmen oder die ganz frischen. Und die stecke ich wirklich nur ein. Und jetzt Acht geben, dass sie nicht oben am Glas sind, wegen der Kerze. Kann man so ein bisschen festdrahten am Stiel dann, und dann bleiben die. Und durch die Lichterkette habe ich die dann schön beleuchtet, was mir so wichtig ist. Und ich mag das wirklich sehr. Die kann man vorher, wenn man mag, auch noch ein bisschen farbig ansprühen, wenn man Lust hat dazu. Oder man lässt sie so. Das ist jedem selber überlassen. Und wie gesagt, nur weit genug weg von der Kerze. Das ist ganz, 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 ganz wichtig. Oder man nimmt auch zur Sicherheit gleich eine LED-Echtwachskerze mit Timer, und dann ist das auch toll gemacht. Ein bisschen Farbe kann man auch reinbringen mit bunten Blättern, wie man das möchte. Wie gesagt, antraten kann man es auch, dann fällt es nicht so schnell runter. Und dann kann man noch Dekomaterialien suchen, wie zum Beispiel kleine rote Äpfelchen. Was auch immer ganz toll ist, sind Lampions, solche Früchte. Und das kann man dann noch, die sind jetzt aus Keramik. Die kann man noch mit einlegen. Und dann hat man eine ganz tolle Herbstdeko. Auch die kann man antraten, wie man das möchte. Und dann hat man gleich noch ein bisschen Farbe in dem Ganzen. Und so schnell ist dann auch meine liebste Herbstdeko wieder fertig. Und dann gehen wir noch ein bisschen näher ran. Und machen vielleicht auch mal das Licht ein bisschen kleiner. Und dann hoffe ich sehr, meine kleine, feine Herbstdeko-Idee hat gefallen. Du konntest gut umsetzen. Du hattest Spaß bei mir. Mich würde es riesig freuen, wenn du wieder reinschaust. Dann gibt es nämlich diese Dekostrahle als ganz tolle Weihnachtsdeko. Alles Liebe und tschüss! Und das ist jetzt die Herbst- und fast noch Winterdeko, die du auch machen kannst. Die eichelt sowieso, die kann man das ganze Jahr verwenden als Hüttenzauber, als Walddeko und. So toll beleuchtet, da hinten der Baum im Igel diesmal. Und dann zeige ich euch mal meine Herbstdeko, die gerade fertig geworden ist. Das habe ich dann auch schon mal gezeigt, schon länger her. Und zwar sind das rohe Holzbretter und dann alles, was ich aus der Natur gefunden habe, Maiskolben getrocknet, die Pilze gemacht, die verschiedenen Kürbis, habe ich euch schon gezeigt, Kürbis im alten Socken hergestellt oder aus Küchentüchern mit Kleister oder. Die Pilze sowieso zig verschiedene Arten und auch wie es angemalt wird. Und das ist jetzt meine Herbstdeko. Mit Licht. Mal klein. Mal etwas größer. Noch mit einem Eichhörnchen. Vielen Blättern. Mal ohne Tier. Haben wir ganz viel im Wald und im Park gesucht. So, und jetzt mache ich noch mal das Licht aus. Und so leuchtend tut das. Und das verteile ich jetzt in der Wohnung und auch als Außendeko. Das ist ein bisschen geschützt.
verwende ich das auch. Und so schön und besonders kann man seine Herbstdeko gestalten. Das Ganze findest du in meinem Kanal. So, und jetzt die neuesten Ideen. Schön, dass du meinen Kanal hineinschaust. In meinem Kreativkanal findest du viele, viele besondere Ideen, andere Ideen, günstige Ideen und auch viele in Upcycling, Shabby Chic, Beton, Stricken, Häkeln und. Für jeden Monat des Jahres etwas ganz Besonderes. Mir ist es ganz wichtig, dass es sehr günstig ist, dass es einfach erklärt wird und zu 95% und mehr sind die Ideen von mir selber entwickelt. Was mir auch wichtig ist. Und die restlichen Prozent sind oft Sachen, wo ich sage, das geht viel, viel günstiger, das geht besser, das geht einfacher, das geht vielleicht auch schneller und das geht oft in Upcycling. Und deshalb liebe ich meinen Kanal selber sehr, weil ich dieses umsetzen kann für Leute auch gerade mit einem Kleingeld. So, und jetzt zeige ich dir meine neueste Idee.